ein Boing gewünscht für euer Lieblingsprojekt. Kritik gewünscht. Was geht, liebe Freunde? Ich habe mir alles natürlich sehr zu Herzen genommen, was ihr geschrieben habt. Jetzt ist der erste Part, nachdem das Spiel überhaupt released wurde, hier für euch. Und ich werde mich mit dem Backseat Gaming ein bisschen zurücknehmen. Aber ich finde schön, dass du genau das wieder machst, wo wir aufgehört hatten. Ach ja, stimmt. Scheiße. Es ist schon wieder verkehrt rum. Ich habe es doch andersrum gemacht letztens, oder? Ja, hast du. Ich nehme mich ein bisschen zurück, aber ich möchte euch einmal ganz kurz erzählen, warum ich da auch so ein bisschen mehr in den Backseaters hier unterwegs bin. Zum einen möchte ich halt nicht, dass Ricky zu sehr genervt davon ist, dass er nicht klarkommt oder nicht weiß, wo es lang geht. Das zum einen, ne? Da will ich so ein bisschen vorsorgen. Jetzt merkt er, dass das doch nicht falsch war. Ja, es ist wieder ungewohnt. Es ist so ungewohnt hier, das Ganze. Das Spiel. Ja, ist echt schwer, ne? Also, hat's mal jetzt. So, und ich habe selber ein bisschen Angst, dass wir Sachen verpassen könnten, wenn ich nicht aufpasse. Wisst ihr? So, ich bin vergesslich. Ich vergesse dann auch super schnell, dass wir irgendwo waren. Deswegen war ich da so ein bisschen, aber ich nehme mich zurück. Alles okay. Okay, du bist ja zufrieden. So, wo muss ich denn jetzt hin mit ihr? Nein! Das darf ich dir nicht sagen, Rick. Ich weiß es, aber ich darf es dir nicht sagen. Oh, ich glaube, ich musste irgendwo mit ihr runterfallen, glaube ich, oder so, ne? Nee. Nein. Ich finde den Weg hier raus. Ich habe das Spiel ja schon mal Darf ich dir zumindest so viel sagen, was wir schon gemacht haben, weil du dich offenkundig nicht mehr erinnerst? Doch, wir haben die Alte gerettet. Und wie haben wir das gemacht? Indem wir was gemacht haben. Wir sind wo runtergefallen. Genau. Stimmt, ganz am Anfang rechts. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Doch, ich glaube schon. Gegner im Boden. Oh. Ich muss kurz wissen, wie ich nochmal anvisiere. Ja, alles gut. Wir haben ein paar Tage nicht gespielt, ihr merkt's. Ne? Deswegen mussten ja auch auf eure Kommentare erstmal. Mal gucken, wie es ankommt, ne? Wie bist du denn jetzt zufrieden, Ricky? Du warst ja sehr, sehr, sehr negativ eingestellt diesem Projekt gegenüber. Ja, ne? Bin ich auch immer noch, aber so. Ich glaube, dass wir damit die Bar setzen zu. Guck mal, die müssen sich einfach immer abfacken, gegenseitig. Das ist so eine. Nee, wir können den Kanal bald zu Abfackerie umbenennen. Abfackerie. Ey, vielleicht wär's doch noch besser, ne? Wer weiß. Vielleicht kommt das ja noch besser an. Wie sieht das doch mal an, du Kackboy, Alter! Was für ein Kack, was? Kackboy. Ein Boy? Er visiert aber nicht das. Er hat es nicht anvisiert. Er hat es nicht anvisiert. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß oder was ein Scheiß? Was sagst du? Was ein Scheiß. Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? Weiß ich doch gar nicht. Och, Mann. Das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Das sind drei Räume oder so, wo du durchgehen musst. Alles gut. Hab so wild. Chill. Ich chill ja auch. Hab Spaß. Ne? Und du hast Spaß. Genieße, saug es ein, die Eindrücke, die das Spiel auf dich hinterlässt. Welche Eindrücke hinterlässt das Spiel? Schmerzen. Wo genau? In meinem Herzen, meinem Gehirn. Da ist die Alte noch wieder. Komm. Guck mal, die macht brav, artig, weil das ist noch ein normales Kind. Vernünftig. Ja, was? Ja, Kinder sollen hören, ne? Oh, ich brauche doch, glaube ich, einen Bumerang. Geh nicht irgendwas hier drin, was ich dafür brauche, bestimmt für die Viecher da hinten. Ich glaube, ich kriege den Bumerang drin, oder? Ich darf dir nichts sagen, Ricky. Er bewegt mich Ich habe das Gefühl, mir sind jetzt die Hände gebunden. Ihr habt mir die Hände gebunden, Leute. Ganz toll. Wieso die Hände jetzt gebunden? Kann ich nicht mal mehr frei reden hier. Ja, das ist einfach nicht immer nur spoilern. Das soll man nicht so einfach so, sich einfach so unterhalten und sagen, ja, nee, du kriegst aber so leicht spoilern. Nur. Du musst halt in Maß machen. Du übertreibst halt da immer so. Ich hab's nicht übertrieben. Ich hatte dir aber schon im Part gesagt, dass du zu viel machst. Ja, wir kriegen den Bumerang hier, ne? Und ich glaube, anders kann ich dir, glaube ich, gar nicht Schaden zufügen, richtig? Nee. Mann. Ey, was musst du schon erzählen, Wollo, jetzt? Ja, kann ich ja jetzt nicht mehr.
Ich weiß nicht, was ich jetzt noch dazu sagen soll. Weil jedes Wort wird mir dann gleich auf die Goldwaage Nein, gelegt. Nein, du darfst auch nicht zu viel auf die nehmen, Leute. Ich will das doch noch hochheben. Wir können ja die Game Over zählen. Das ist meine Aufgabe hier. Nee, diesen Part bisher einer. Einer, ja. Nee, du kannst ruhig ein bisschen. Ich fand das. Also im Endeffekt fand ich das gut, wie du es gemacht hast, weil im Endeffekt wollen wir auch ein bisschen vorankommen hier, ne? Problem ist jetzt ja. aber, ich muss ja diese Vögel jetzt besiegen. Oder kann ich da links lang? Nee, kann ich nicht. Also muss ich diese Vögel besiegen. Wie mache ich das? Die Vögel musst du jetzt besiegen. Willst du, soll ich dir sagen, wie du die einfach besiegen kannst? Also, dass es nicht so eine Katastrophe wird? Ja, mit einer Bombe, ne? Nein. Nein. Aber du hast ein Item, das hilft. Aber du hast es nicht ausgerüstet. Ich hab ein Item? Die Ocarina? Ja, genau, die Ocarina ist es, Ricky. Oder das hier, die Dinsfire. Oder kannst du gar nicht benutzen. Dekonut. Es ist wahrscheinlich die Dekonut. Die Dekonut. Ich meinte auch die Dekonut, ich wollte nicht die Dekonut sein. Benutz die einmal, pass auf. Dann kommen die raus. Wenn du jetzt nochmal benutzt, fallen die runter. Jetzt kannst du mit dem Schwert. Kannst du dir packen. Ich glaube, da habe ich im Stream damals auch richtig lange dran gehangen, die Dinger hier. Ja, aber Leute, ich will jetzt nicht, dass Ricky jetzt fünfmal bei diesem Feature-Game übergeht, ne? Nein, das ist doch. Das ist dann auch nicht mehr unterhaltsam. Deswegen Nein. dachte ich mir. Ist doch vollkommen okay. Sag doch Weiß ich nicht. Du hilfst einfach nur, wenn ich frage. Ja. Ja, das Und du fragst ja andauernd. Ja, erst mal so gemacht hast, was du frage. Und wen sollst. Hätte ich denn antworten sollen? Nee. Oh, ich hab noch Bolognese unten, Wollo, ne? Boah, Alter, der hat ein Leben. Weißt du was? Ich hab gar nichts. Ich werde mir heute, so wie gefühlt jeden Tag, 2 Cheeseburger und 2 Chickenburger holen. Guck mal, ich mach die 2 Cheeseburger, 2 Chickenburger-Diät. Und, wie läuft's? Ja, das sind 1200 Kalorien, ne? Hab ich nachgeguckt, bevor einer mich gleich nervt. Ja, das ist im Grunde das Einzige, was ich am Tag esse momentan. Das klingt aber vernünftig. Klingt gar nicht so unvernünftig. Könnte man besser machen, ne? Das ist mir schon klar, Leute, aber ey, ich finde auch momentan so Cheeseburger von McDonald's, ne? Finde ich so lecker, kann ich gar nicht aus. Und die Chickenburger auch, finde ich auch sau lecker. Okay, damit, da komme ich nicht durch? Nee, da muss ich wahrscheinlich das eine Ding, was ich da eben hatte. Wo ist die Alte? Mehr Alte. Komm. So. Ah, weiß ich, ja, Cheeseburger liebe ich, aber Chickenburger, ich bin ja noch nie ein Chickenburger-Fan gewesen. Noch gar nicht. Was ich aber überlege ist, boah, es gibt... Wegen was? Wegen dem Chicken oder wegen der Soße? Nee, wegen allem so. Ich mag das Patty auch einfach nicht. Das ist das gleiche Patty im Grunde. Er mag das Patty nicht. Da ist Sesam drauf. Soll ich kotzen oder was? Digga, was ist los mit dir? Das ist ein Bun. Das Patty ist das Brötchen, also das Fleisch. Ach so, oh mein Gott, okay. Du Idiot. Der ist nicht ich habe dich gerade gefragt, ob es am Chicken liegt. Und da hast du gesagt, an allem, ich mag das Bun auch nicht. Dann habe ich natürlich... ich habe, glaube ich, Bun verstanden. Weiß ich nicht. Aber da dachte ich in dem Moment, du meinst dann halt das Brot. Deswegen dachte ich, dann will ich mich verarschen. Nein, es ist das Gleiche. Also magst du Chicken nicht? Nee. Magst du denn auch normalerweise kein Chicken? So an Fleisch? Nee, nicht wirklich. Hab ich noch nie gegessen zu Hause. Also Chicken Nuggets esse ich gerne. Ich mag zum Beispiel auch keine halben Hähnchen oder sowas. Mag ich auch nicht. Okay, jetzt muss ich aber, das verstehe ich nicht ganz. Also du magst den Chicken Burger Patty nicht. Ja. Aber du magst gerne die Chicken Nuggets bei McDonald's. Ja. Also ist im Grunde das Gleiche, das weißt du, ne? Nicht unbedingt. Oh, schon, also sehr ähnlich, ne? Also schon, ja, aber ähnlich vielleicht eine Abweichung von 10%. Nein. Ja, aber das eine magst du gerne, das andere nicht. Das finde ich schon verrückt. Nee, das ist viel nur. Also, was ich ja bei mir machen will, ist auf jeden Fall Mac and Cheese Burger. Ich habe jetzt so Mac and Cheese Patties. Mac and Cheese Burger? Ja, es gibt so Mac and Cheese Patties jetzt. Oh mein Gott, das ist hier von der Karte gemacht, da wurde mich verarscht. Wo hast du Mac and Cheese Patties her? Die von Fleischkontor. Die werde ich mir für den Imbiss benutzen. Achso. Okay, das kenne ich nicht. Alter, das wäre ja mega geil. Aber es ist nur das andere ist ganz normal, das Patty besteht aus Mac and Cheese. Das kommt in die Fritteuse rein und dann danach gib ihm. Ist mir schon klar. Okay, wie kann ich die Dinger da hinten zerstören? Ich werde mal einmal jetzt hier mal so ein bisschen Platz schaffen. So, ich hab hier ein bisschen. Ja, das Problem sehe ich nur, ne?
das kriege ich halt immer mit von meinem Chat oder wenn ich YouTube-Kommentare lese oder so. Die Leute sind so ungewillt, was Neues zu bringen. Warum hast du das jetzt gemacht? Weil ich gehofft habe, dass die vielleicht... Ich werde die auch nach vorne geschoben, merke ich gerade in den Ding. Ja, da ist so ein bisschen bewegender Boden. Ja, ich habe gehofft, dass ich, dass sie Schaden macht, wenn ich sie dagegen werfe. Also du würdest sagen, die Leute sind probierfreudig. Weiß ich nicht, also ich kaufe also welche. Also wenn es zu verrückt ist, ne, höre ich immer nur, geht, oh Gott, weißt du, noch nie probiert, habe keine Ahnung, wie schmeckt, aber sofort, das mag ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ich weiß ja auch nicht, ob der schmeckt, kann ich jetzt ja auch nicht vertellen. Ja, aber ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn ich das sehen würde, würde ich mir denken, oh geil, das probiere ich jetzt. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Allgemeinheit überhaupt nicht so denkt. Nee, tun sie auch nicht, aber ich bin ja eigentlich auch nicht so. Aber ich glaube. Ja, du bist auch nicht so. Du nimmst ja auch immer nur das gleiche. Korn ist ja auch so ein Wichser, ne? Der nimmt bei McDonalds immer den gleichen Burger, wo ich mir denke, Digga, probier doch mal was. Vielleicht findet man ja was Besseres. Ja, aber es kann auch sein, dass ich es dann nicht mag. Ja, dann hast du einmal Pech gehabt, aber du kannst doch die Chance, das beste Essen der Welt zu finden. Das ist doch wichtiger wie das bisschen Risiko. Also für mich. Nee. Liegt da falsch. Straight up falsch, wollte was du da sagst. Okay. Ja. Na gut. Straight up falsch. Oh, war das ein Zwischenboss? Richtig, das ist der Zwischenboss. Boah, du wirst den Zwischenboss nicht peilen. Oh mein Gott, 5 Game Over beim Zwischenboss. Ich werde dir keinen Tipp geben. Kannst dich auf den Kopf stellen, mit Arsch fliegen fangen. Nichts. Ich muss ja irgendwo runter mit der Alten. Muss ich hier runter mit der Alten vielleicht? Also dahin kommen wir ja nicht weiter. Das sind ja die... Ich hab dir doch schon was gesagt zu dem Thema runter. Da war ich doch schon. Ja, genau. Richtig. Ja, aber oben komm ich auch nicht weiter. Da kommst du weiter. Alter, schon wieder Zwischenboss. Du hast es aber nicht wirklich überprüft, ob du weiter kannst. Nee, du dahin, hast einfach dahin komm ich nicht random weiter. Raum da komm ich nicht weiter. An einer Stelle einfach mal random reingeguckt. Und dann für dich entschieden, geht nicht. Aber da waren noch zwei andere Wege. Doch, den habe ich ja gefickt hier, den Typen. Ja, da brauchst du nicht wieder rein. Gut, da komme ich nicht... Oh. Das meine ich. Ganz genau, das ist nämlich das, was ich meine. Du bist einfach in den mittleren gegangen, da ist nichts, okay, geht nicht weiter. Anstatt mal die... Das sind drei Wege insgesamt. Auch noch gegen Zeit. Und Leute, habt ihr gesehen, wie gut ich mich zusammengerissen habe, ohne dazu was zu sagen, als er das gemacht hat? Krass, ne? Ganz. Guck mal, was ich hier mache, Wollo. Ricky, ich will unbedingt bei dir so ein Mac and Cheese Patty essen, ne? Ist geil, ne? Das werde ich machen. Ja, komm vorbei. Ja, komm ich auch. Kannst deine Badehose mitnehmen, kannst gleich schwimmen noch ein bisschen. Weiß ich noch nicht, ob ich mich deine Badehose präsentieren möchte. Von mir. Ne, du bist mir egal. So. Vom Stream. Aber nachher ist Duff da. Und dann stehe ich da, ne? Er ist Duff. Duff Cameron. Was ist los mit dir? Achso, ja. Ja, ich weiß. Ich war ja auch im Thumbnail auch drauf, ne? Ja, ja. So. Also da habe ich jetzt die Karte, den Kompass jetzt her. Was bringt mir das hier jetzt? Nichts. Hier vorne links kann ich immer noch nicht weiter. Nope. Genau. So. Da vorne habe ich ja gerade eben das eine getötet. Da rechts war ich drin, da waren die Dinger. Hier links komme ich auch nicht weiter. Jetzt erzähle ich dir ein Geheimnis. Du kannst vielleicht schon... Na, naja, dann werde ich wahrscheinlich gleich, wenn ich den besiegt habe, da hinten, weil da kommen meine anderen beiden. Oh, oder? Ja. Ja. Richtig. Denn diese Dinger, ne, die sind dafür da, um, ja, diese Blockaden da. Ja, ja. Weißt du halt, ne? Wenn die weg sind, die Blockade dann weg. Richtig. Ey, mein Finger tut immer noch weh, ne? Wo du dich verbrannt hast? Ja. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich noch zum Arzt heute. Schaffe ich gar nicht mehr zeitlich. Der macht heute. Das auf keinen Fall. Die machen ja auch normalerweise um 12 freitags in der Regel. Ja, irgendwie so. Scheiße. War nicht mehr genug Asthma-Spray und so. Ja, das hasse ich, wenn das passiert. Egal. Man verpeilt. Ich habe das schon so oft verpeilt, dass ich Tabletten nicht mehr rechtzeitig hatte, ne? Und dann ruft man da an, wenn man sich denkt, oh Scheiße, jetzt auf dem Freitag noch schnell. Und dann stellt man fest, die haben Urlaub. Es ist noch viel schlimmer, als du dachtest. Sie haben auch noch Urlaub. Und safe gehe ich jetzt nicht zu einer Vertretung.
dann nehme ich halt am Wochenende keine, dann drehe ich halt am Wochenende durch. Ist halt so. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, das Glück habe ich immer eins im Auto. Weil ich habe nämlich immer ein Asthma-Spray mal zu sichern im Auto, falls ich mir irgendwo hinfahre und ich vergesse das oder so, weißt du? Und ich glaub, wie ist das eigentlich mit deiner Form von Asthma? Ich kenne ja Asthma jetzt nicht direkt so, ne? Ich kenne das ja im Grunde nur aus Filmen und Serien. Ja. Und du kennst es ja garantiert, in jeder Serie oder in jedem Film, wo irgendjemand Asthma hat, weißt du, was passieren wird. Ja. Es wird zu einer brenzligen Situation kommen und in dem Moment haben die das Asthma-Spray irgendwo liegen lassen. Ja. Wir haben es gerade nicht. Immer. Ja. Das ist ja safe, sehr 100% sicher. Natürlich. Ist das bei dir auch so eine Sache, dass das dann wirklich zu einem Problem werden kann, wenn du das jetzt nicht hättest in dem Moment? Wenn ich mein Cortison morgens nicht, ich nehme ja morgens und abends immer Cortison. So, das ist immer so Cortison-Spray. Wenn ich das nicht nehme, merke ich schon die ganze Nacht über, dass ich immer so einen Druck auf der Lunge habe und quasi Schmerzen habe und auch nicht mehr atmen kann richtig. Das merkt man schon, ja. Mhm. Aber es wird jetzt nicht in dem Moment lebensgefährlich. Ich glaube, Also? Nicht sagen. Sollte okay. Ich muss nur kurz gucken. Ich habe ja irgendwo was aufgemacht gerade mit dem Typen. Ach ja, ich weiß wohl. Das war ja grün, also will ich zu dem Grünen zurück. Der Mann ist ja ein super Gehirn, ey. Aber jetzt weißt du nicht mehr, wo das war, oder? Doch, das war hier. Digga. Das merkt man sich, das ist voll einfach gewesen. Das? Nein, das hätte ich mir niemals gemerkt. Also sowas kann ich mir merken, Wollo. Krass. Ach, guck mal. Das Ding wollen wir doch, ne? Das wollen wir. So, und ich glaube, es ist hier auch gleich der Endboss, ne? Ne, der Zwischenboss. Nein. Hier kommt der Zwischenboss. Das weiß ich noch vom damals. Bin ich mal gespannt, wie du dich bei dem schlägst. Ach Gott, ich weiß ja mal richtig scheiße. Ja, weiß, es geht. Wenn man weiß, wie es geht, ist das super einfach. Aber, ja. My mother's stone. I got very upset when the Lord Jabu Jabu swallowed it. Übrigens, wir sind mal nach Hause jetzt, ne? Hm. Scheiße. Oh nein. Ein Oktopus. Oh nein. Er sieht auch schon gefährlich aus. Ich hab gar keine Ahnung, was ich machen muss. Ich find's schon raus. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Asthma. Asthma, genau. Okay, na gut, das. Ja, dann ist ja gut, dass du noch ein Ersatzding hast, auf jeden Fall. Dann ist ja. Ist also noch in Sicherheit eigentlich, sagst du. Es riecht nach Bomben. Okay. Ah! Ich finde es nicht nach Fisch. Nein, natürlich. Oh, ich bin so dumm. Ich muss nicht rumlaufen. Oh, sperrf doch, du Wichsgesicht. Wahrscheinlich noch von hinten angreifen. No. Aber ja, so schlimm ist es bei mir nicht. Ich hab zwar so ein Notfallspray, oder? Hab ich? Mhm. Okay, das bringt nichts. Hä? Nein, wollte ich hab schon gehört, dass du eingeatmet hast. Nein. Ich hab nicht eingeatmet. Also, ich muss voll dringend auf Toilette. Ja, willst du den Boss so lange alleine machen? Oder? Willst du Pause drücken? Ich drücke auf Pause. Okay. Also wieder. Naja, ich will nicht speichern. Also immer wieder. Ich wollte gar nicht speichern, aber egal. So, ich muss ihn ja wahrscheinlich mit irgendwas treffen. Du sollst mir nicht helfen, Bolo. Oh Gott. Oh, da siehst du? Guck mal. Richtig. Genau so. Oh, shit. Dreh dich um. Ja, okay. Ich tank einfach. Ja, ich hätte dir sowieso jetzt einen Tipp gegeben, wie du den halt ohne Schaden machen kannst. Jetzt muss ich jetzt hinterher da. Ich glaube, so wird das nichts. Guck mal, ich komme immer näher. Guck mal. Ja, gut. Das ist wirklich beachtlich, wie gut das geht. Ach man, wo ist er denn hin? Was tut er? Du musst ihn halt auch anvisieren. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen, sonst wird das sehr schwierig, ihn noch zu treffen und rechtzeitig und so.
Könntest mal stehen bleiben, mal Z drücken, die Kamera ein bisschen positionieren. Wenn er dann kommt. Ich tot. Toll, Wollo. Ja. Toll. Hast du super ja, gemacht. Aber ja, ich bin daran schuld. Ja. Das, da habe ich auch das Gefühl. Soll ich jetzt ein bisschen was zu diesem Boss erzählen? Kannst du im nächsten Part. Okay. Nächsten Part von The Legend of Zelda Dungeon Wars. Erzählt euch Wollo eine Story, die ihr in eurem Leben wahrscheinlich noch nie gehört habt. Hab ich recht? Nee, sowas wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Achso. Gut, aber habt ihr Pech, ihr hört's trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.